Dani Büchner, 41, hat große Angst vor der bevorstehenden Wiedereröffnung der Fanetheria. Das Café hatte die Fünffachmutter zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Jens, christliches Kreuz, 49, auf Mallorca betrieben, für den Schlagersänger ein wahr gewordener Traum. Im vergangenen Oktober musste die Familie das Lokal aufgrund von Jens Erschöpfung bereits vor Saisonende schließen. In wenigen Wochen sollen dort nun wieder Gäste empfangen werden. Dani blickt diesem Moment mit gemischten Gefühlen entgegen, schließlich ist es die erste Saison ohne ihren Jens. Die Wahlmallorquinerin vermisst ihren Ehemann noch immer schrecklich. Doch eins steht fest, für Jens Fans ist seine Fanetheria eine Art Gedenkstätte und sie werden vermutlich in Scharen anreisen. Dani befürchtet, dass sie damit nicht wird umgehen können. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder wühlt mich das emotional sehr auf, dass ich daran innerlich zerbreche, weil mich immer wieder jeden Tag jemand an ihn erinnern wird. Oder es hilft mir, dass ich jeden Tag über ihn sprechen kann, erklärte sie im Goodbye Deutschland Special auf Vox. Momentan wisse sie jedoch nicht, ob sie es schaffen werde, jedem zu erzählen, wie es Jens vor seinem Tod gegangen sei. Wieder in der Fanetheria zu arbeiten, kann sich Dani erst einmal nicht vorstellen. Daher übergab sie die Leitung einem befreundeten Paar, Steffen Jöckel und Peggy Jerofke sollen den Laden schmeißen. Aber schon beim ersten Gespräch gibt es Spannungen, denn die Witwe möchte nur ungern etwas verändern, im Gegensatz zu den neuen Verantwortlichen. Ich weiß nicht, ob Dani der Mensch ist, der loslassen kann, sorgt sich Peggy.